Im letzten Video zu Lean Standard Work hatten wir wichtige Punkte besprochen, damit sie in ihrer Rolle inhaltlich gerecht werden. Aber oft genug werden alle guten Ansätze vom Tagesgeschäft überrollt. Sie wollten, aber dann haben sie trotzdem nicht, weil wieder irgendetwas Dringliches dazwischen kam. Wie so oft. Oder eigentlich wie immer. Weil immer wieder der Chef einen neuen Brand löschen muss, der irgendwie hochgekommen ist. Heute verrate ich Ihnen, wie Sie genau dieses Problem lösen. Ein kleines Helferlein dafür haben Sie mit großer Wahrscheinlichkeit schon auf Ihrem Computer. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Lean Leader Standard Work Aufgaben mit AWork und OneNote organisiert bekommen und immer in der Hosentasche mit dabei haben. OneNote ist eine Notizbuchsoftware, die im Microsoft 365 Paket im Standard mit dabei ist. Mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit ist sie bereits auf Ihrem Computer. Probieren Sie es doch mal aus und tippen Sie OneNote in die Suchfenster Ihrer Taskleiste. Dann wird es wahrscheinlich schon als Applikation zu sehen sein. Aber was ist AWork? AWork ist eine Aufgabenverwaltung, in der Sie alle Ihre Projekte, Aufgaben, Teammitglieder etc. verwalten können. AWork kommt aus Deutschland und ist deswegen komplett DGSVO-konform. Außerdem können Sie die Auslastung Ihres Teams planen und die Bearbeitungszeiten erfassen, was ganz wertvoll ist, Durchlaufzeiten und Bearbeitungszeiten für die entsprechende Prozessverbesserung. Das alles waren für uns Gründe, warum wir mit unserem Team von Trello, was vielen von Ihnen vielleicht bekannt sein dürfte, weggegangen sind und wir sind zu AWork gewechselt. Wer sich die Vor- und Nachteile von AWork im Vergleich zu Trello nochmal ansehen möchte, habe ich hier ein Hintergrundvideo erstellt, wo Sie das alles nochmal genau sehen. Und den Link zu AWork finden Sie auch in der Videobeschreibung. Also wenn Sie sich das mal genau anschauen wollen selber, gucken Sie mal hier unten auf den Link. Aber jetzt gehen wir direkt in die Software und schauen uns mal an, wie das Ganze entsprechend aufgebaut ist. Sie sehen es mal im Bildschirm und ich habe jetzt AWork, die Aufgabenverwaltung, einfach mal geöffnet. Das hier ist das Dashboard, wie man hier oben lesen kann. Das kann man sich individuell zusammenstellen. Deswegen lassen Sie sich jetzt nicht verwirren, wenn da jetzt sehr viele Einträge drin sind. Das lässt sich entsprechend individuell machen. Ich möchte den großen Überblick haben, deswegen habe ich es mir entsprechend eingerichtet. Es gibt hier ein Feld, hier, wo man Geburtstage von Mitarbeitern sehen kann. Man sieht zum Beispiel, wer ist wann vom Team anwesend oder abwesend. Es gibt eine Monatsübersicht zum Beispiel über die gebuchten Zeiten und Ähnliches. Aber jetzt möchten wir einfach mal reingehen in unsere Projektübersicht. Und die lässt sich eben sehr schön gliedern durch Projekttypen, zum Beispiel, dass ich jetzt hier mich mit Online-Marketing, mit der Reichweite beschäftige oder wo ich eben etwas mehr Projekte drin habe mit meiner YouTube-Redaktion, wo Sie die einzelnen Projekte sehen für meine Videos. Wir haben natürlich auch ein Projekt angelegt für interne Instandhaltung. Wir haben schließlich auch ein Büro und das muss gepflegt werden. Deswegen gibt es ja auch entsprechend ein Projekt mit der Instandhaltung. Das kann ich jetzt als Beispiel nehmen, um Ihnen zu zeigen, wie Sie mit einem Firmenrundgang zum Beispiel 5S, was Ihnen so aufgefallen ist, hier gut vermerken können und danach vor allem auch weiterführen. Wir gehen ins Projekt rein und da gibt es entsprechende Projektlisten. Zum Beispiel Aufgaben aus dem Firmenrundgang oder regelmäßige Reinigung des Büros. Muss mal gewischt werden oder mal was Ähnliches geschaut werden. Das ist ja egal, was es letztendlich ist. Und hier können wir jetzt eine Aufgabe erstellen, zum Beispiel 5S-Rundgang am 1.10.2023. Dann gibt man noch einen entsprechenden Projekttyp an. Das war jetzt zum Beispiel eine Lean Leader-Aufgabe, Lean Leadership. Und ich kann auch entsprechend gleich die Details hinzufügen. Beispielsweise eine Deadline, wann das eben sein soll. Das war zum Beispiel jetzt in meinem Beispiel am 1.10. Ich kann den Bearbeiter hinzufügen, in dem Fall war ich selbst. Und ich kann eine Projektbeschreibung hinzusetzen. Und dieses entsprechend speichern. Damit habe ich jetzt hier eine Aufgabe erstellt. Sie können auch die ganzen Details von der Aufgabe sich hier nochmal anschauen. Sie können sich auch überlegen, zum Beispiel, wie viel Zeit möchte ich mir dafür gönnen. Zum Beispiel eine Stunde. Und wenn Sie es mit einer Stunde eingeplant haben, dann können Sie es auch in Ihrem persönlichen Kalender mit der einen Stunde entsprechend berücksichtigen. Diese Aufgabe, die ich jetzt hier angelegt habe, können Sie natürlich auch entsprechend einplanen, wann Sie es machen wollen. Dazu gehen Sie in den Planer, wechseln auf Ihren Kalender und planen zum Beispiel Ihren 5S-Rundgang mit der 1 Stunde an Ihren entsprechenden Tag ein. Und somit können Sie die
Lean Leadership Aufgaben genauso Ihren Tag planen, wann Sie etwas tun müssen. Selbstverständlich ist dieser Kalender synchronisiert mit dem Outlook. Sie werden auch dort diese Aufgaben wiederfinden als Termine. Und jetzt kommt das Schöne, wenn Sie jetzt Ihren Rundgang machen, dann haben Sie ja nicht unbedingt immer Ihren großen Bildschirm dabei, wo Sie etwas anschauen möchten, sondern Sie haben zum Beispiel oft nur Ihr Smartphone dabei. A-Work läuft auch auf dem Smartphone und was auch sehr schön ist jetzt, gemeinsam diese Verbindung eben mit OneNote. Das möchte ich Ihnen kurz zeigen. Wenn Sie jetzt hier in OneNote drin sind, habe ich mir einen Registerzettel mit Lean Leadership entsprechend angelegt, damit meine ganzen Aufgaben, die in die Kategorie Lean Leadership reinfallen, hier gelistet werden. Jetzt sehen Sie auch, dass hier an der Seite meine eben angelegte Aufgabe mit dem 5S-Rundgang hier als entsprechende Notiz unter der Kategorie Lean Leadership angelegt worden ist. Genau mit den Daten, die wir hatten. Wir haben den Titel, wir haben das Erstellungsdatum drin, wer ist verantwortlich, welche Termin haben wir festgelegt. Die geplante Zeit hatten wir erst nachträglich, deswegen war die hier noch mit 0 drin und bei der Beschreibung Vorraum der Lagerhalle nach 5S prüfen. Sie haben also jetzt die Möglichkeit, hier entsprechend Ihre Notizen zu dieser Aufgabe mit dazu machen, insbesondere wenn Sie jetzt mit Ihrem Smartphone im Betrieb unterwegs sind. Und das möchte ich Ihnen noch kurz zeigen. Nehmen wir an, Sie sind jetzt unterwegs und Sie haben jetzt Ihr Smartphone dabei, weil Sie zum Beispiel Bilder machen möchten, etwas dokumentieren. Typischer Fall für eine 5S-Aufgabe. Sie öffnen dazu letztendlich Ihr Microsoft OneNote. Wechseln Sie in Ihr entsprechendes Notizbuch. In dem Fall ist es unser geteiltes gemeinsames Notizbuch in dem Unternehmen. Und gehen Sie auf Ihre Lean Leaderships und da sehen Sie zum Beispiel den 5S-Rundgang am 1.10., den wir soeben angelegt haben. Hier ist Ihre entsprechende Kachel für Ihre Notizen. Mit einem Klick können Sie jetzt beispielsweise ein Foto aufnehmen. Gehen Sie hiermit auf Kamera. Sie können den Ausschnitt entsprechend verändern, wenn Sie das möchten. Sie können natürlich auch den kompletten Ausschnitt nehmen. Und mit einem Druck auf Fertig ist das Bild entsprechend gespeichert. Auf diese Art und Weise könnten Sie jetzt sehen oder dokumentieren zum Beispiel, dass in bestimmten Ecken in dem Lager aufzuräumen wäre oder dass eben entsprechende 5S-Kriterien in diesem Fall nicht eingehalten worden wären. So können Sie in Ihrem Firmenrundgang, also in Ihrem Gemba Walk, jederzeit gut dokumentieren, was eben alles zu tun ist. Natürlich sehen Sie auch in der Startansicht hier oben gleich als erstes in Ihrer Kachel die entsprechende Notiz mit Ihrer Dokumentation. Zurück am Bildschirm, hier am entsprechenden PC. Sie sehen, sofort ist auch das Bild, was wir mit dem Smartphone aufgenommen haben, hier entsprechend in der Dokumentation mit drin und Sie könnten es eben entsprechend weiter bearbeiten. Sie können auch Aufgaben weiter zuweisen, zum Beispiel jetzt hier wieder in A-Work, wer irgendwelche Dinge zu bearbeiten hat. Gehen wir dazu direkt in A-Work und weisen hier zum Beispiel einen entsprechenden Bearbeiter zu, der das Ganze zu bearbeiten hat. In diesem Fall könnten wir jetzt einen weiteren Mitarbeiter einfach wählen. Damit bleibt man selbst der Beobachter der Aufgabe, aber es gibt einen neuen Verantwortlichen, der hier unten entsprechend festgelegt ist. Wird jetzt die Aufgabe entsprechend bearbeitet, kann man dazu den Tracker laufen lassen. Sie sehen, es läuft jetzt hier entsprechend die Uhrzeit und die Bearbeitungszeit von dem jeweiligen Mitarbeiter, in dem Fall wäre es jetzt ich, weil ich den Tracker gestaltet habe, wird auf die jeweilige Aufgabe eben gebucht. Wird der Tracker wieder angehalten, sehen wir in den Zeiten der Aufgabe die entsprechend gebuchte Zeit. Das kann man entweder über die Aufgabensicht machen oder, was mir persönlich lieber ist, entsprechend über die Projektsicht. Sehen wir in den Zeiten des Gesamtprojektes für die Instandhaltung haben wir heute für unseren 5S-Rundgang 28 Sekunden gebucht. Natürlich können wir diese Aufgabe entsprechend wieder auch abschließen. Gehen wir dazu einfach auf Erledigt. Und alles ist fertig. Sie sehen, im Zusammenspiel hier zwischen A-Work und OneNote kann man wirklich die guten Teile aus beiden Welten miteinander gut verheiraten. Mir gefällt hier eben einfach die Möglichkeit, dass man Zeiten erfassen kann auf die jeweiligen Aufgaben, insbesondere, dass man auch die entsprechenden Aufgaben einplanen kann für sich selbst oder eben auch fürs Team. Denn auch hier im Planer sehen wir zum Beispiel die Auslastung von den Mitarbeitern. Zum Beispiel, ob sie überausgelastet sind, wie es hier an diesem einen Freitag zum Beispiel, oder ob eben entsprechend noch Luft wäre. Das kommt alles über diese Planvorgaben, wie viel Zeit ich für die jeweiligen Aufgaben entsprechend einplane oder eben auch über die entsprechend gebuchten Zeiten.
Wie Sie sehen, können Sie sehr viele Lean Leader Aufgaben mit der Kombination aus AWORK und OneNote komfortabel planen und durchführen. Nichts wird dabei mehr vergessen und Sie haben ein elektronisches Notizbuch immer mit dabei, weil Sie es ja auf Ihrem Smartphone haben. Und wenn Sie Interesse an einer Einführung von AWORK in Ihrem Unternehmen haben, dann nehmen Sie gerne mit mir Kontakt auf. Ich helfe dabei gerne bei der optimalen Einrichtung, bei den Teamstrukturen, bei den entsprechenden Vorlagen für Projekte und für Aufgaben, bei den entsprechenden Feldern, die wir eben brauchen, um dann die Projekttypen zum Beispiel zu setzen und Ähnliches. Da haben wir schon sehr viel Erfahrung damit, das haben wir schon ein paar Mal gemacht, deswegen geht es einfach schneller, wenn wir uns das genau anschauen, wie die Struktur in Ihrem Unternehmen ist, damit wir das am bestmöglich in AWORK abbilden. Und die ersten Schritte mit Ihren Mitarbeitern, selbstverständlich helfen wir auch mit dabei, mit Schulungen und mit Zeigen, auch gerade die Ängste nehmen, wer hier ist da irgendwie überwacht oder sowas? Nein, natürlich nicht, sondern es geht darum, dass wir einfach die Prozesse verbessern. Und den Link zum Kontaktformular finden Sie natürlich ebenfalls in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video, wo es um die seltsamen Begriffe Muda, Mura und Muri geht, also die drei Mus. Das sind jetzt keine Kühe, aber was sich dahinter verbirgt und wo Muda, Mura und Muri auch in Ihrem Unternehmen ihr Unwesen treiben, das sehen Sie im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.